Eine ganze Zeit lang wippte Sasuke einfach nur vor und zurück, als hätte er sie nicht mehr alle. Aber dann holte er tief Luft und versuchte alles so gut wie möglich zu erklären. Er hatte selbst eine ganze Zeit gebraucht, bis er halbwegs verstanden hatte, was da stand. Aber es jetzt auch noch jemand anderem zu erklären, war verdammt schwer. Er seufzte ein wenig und sah in die abwartenden Augen von Sai und Slay, die beide da saßen und ihn anstarrten, als würden sie so Antworten von ihm bekommen. Einen Augenblick zögerte er noch, doch dann holte er tief Luft. Ich habe mich in der Bibliothek meiner Familie umgesehen. Da stehen noch eine Menge Bücher rum, die eigentlich verboten sind oder schon seit Jahren vernichtet worden sein sollen. Ich bin auf ein Buch gestoßen, in dem es um Wesen geht, die das Ende der Welt einläuten sollen. Es heißt, dass es Wölfe gibt, die menschliche Gestalt annehmen können, um uns Menschen zu täuschen. Eigentlich leben sie abgeschieden und sollen sich nie mit uns Menschen abgeben. Aber es gibt eine Legende, die besagt, dass sie das Ende der Welt heraufbeschwören, sollten sie sich mit Menschen einlassen. Wenn sie auftauchen, soll sich die Welt, so wie wir sie kennen, für immer verändern. Und keiner weiß genau wie. Irgendwann ist wohl einer dieser Wölfe meiner Familie in die Hände gefallen und sie haben an ihm herumexperimentiert. Sie dachten, sie hätten ein Gift gefunden, mit dem sie diese Wölfe töten könnten. Einen Moment lang schwieg Sasuke und Sei starrte ihn fassungslos an. Slay hatte ihren Blick gesenkt und sie wusste nicht wirklich, was sie dazu sagen sollte. Iruka stand neben ihr und legte seine Hand auf ihre Schulter. Irgendwie wirkte sie gerade so unglaublich verloren, dass er einfach für sie da sein wollte. Sasuke schluckte ein wenig, als er Seis traurigen Blick bemerkte, und dennoch sprach er weiter. Immerhin konnte er nicht einfach mit der halben Wahrheit aufhören. Das würde auch keinem helfen. Meine Familie ließ diesen Wolf wieder laufen, denn sie hatten ihm ein Gift gespritzt, das ihn verändern sollte. Es sollte ihn zu einer Bestie machen, die ihr eigenes Rudel vernichtete. Und genau das taten diese Wölfe dann auch. Ein paar meiner Familie beobachteten, dass sie, naja, wie sich diese Wölfe beim Mondschein in Wesen verwandelten, die ihr eigenes Rudel umbrachten. Dabei blieb immer ein Wolf am Leben, der dieses Gift durch einen Biss wieder in sich trug und dieses Gift ins nächste Rudel trug. Doch wir konnten nicht ahnen, dass die Wölfe, die dieses Gift in sich trugen, dagegen immun waren. Sei verstand nicht so genau, was Sasuke ihnen damit sagen wollte. Slay hatte es sehr wohl begriffen, was das hieß. Du willst damit sagen, dass wir dieses Gift übertragen haben. In uns ist dieses Gift, das unsere Rudel vernichtet hat. Du willst uns sagen, dass wir am Tod unserer Familien schuld sind? Hilflos zuckte Sasuke mit den Schultern, denn das war alles, was er herausgefunden hatte. Sei traten Tränen in die Augen, und am liebsten hätte sie sich nur noch in eine Ecke verzogen. Aus dem Grund geschah etwas, was sie sehr selten tat. Sie verwandelte sich in einen Wolf und rollte sich unter dem Sofa zusammen, denn da musste sie niemand sehen. Bedrückt sah Sasuke ihr nach, denn er ahnte nur im Ansatz, was das für sie bedeutete. Er wusste, was es hieß, wenn man seine Familie verlor, aber er konnte sich nicht vorstellen, was es bedeuten musste, auch noch daran schuld zu sein. Was war das wohl für ein Gefühl? Im Grunde aber war es doch die Schuld seiner Familie, und er senkte ein wenig den Blick. Es tut mir leid, Sei. Im Grunde ist meine Familie in allem schuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das Leben wirklich so sehr verändern sollt. Wie soll das denn gehen? Ihr seid doch im Grunde auch nur Lebewesen. Wesen, die überleben wollen, also warum solltet ihr das Ende der Welt heraufbeschwören können? Das sind Legenden, nicht mehr. Leise seufzte Slay auf und sie lehnte sich ein wenig zurück. Sie wusste, was es mit der Legende auf sich hatte, denn sie war einer der wenigen Wölfe, der die Wahrheit kannte. Sasuke bemerkte das und sah sie musternd an. Du weißt doch auch, was los ist, oder? Kannst du uns nicht sagen, was das zu bedeuten hatte? Slay seufzte ein wenig und sah zu der Hand, die auf ihrer Schulter ruhte. Sie war noch immer da, und hilfesuchend sah sie zu Iruka, der unglaublich ruhig zu ihr blickte und leicht aufmunternd lächelte.
Sie nickte ein wenig und lehnte sich zurück. Im Grunde ist es so, dass wir Wölfe spüren, wenn die Welt sich verändert. Unser Auftauchen verändert die Welt nicht. Wir tauchen auf, weil die Welt sich verändert. Wir spüren, wenn sich das Wetter ändert oder wenn die Natur anders wird. Die Menschen geben uns die Schuld daran, aber im Grunde tauchen wir immer nur dann auf, wenn sich etwas ändert. Wir wollen sie warnen, nicht mehr. Aus dem Grund haben wir schlussendlich den Ruf bekommen, das Ende der Welt einzuläuten. Aber die Wahrheit ist, dass wir euch nur warnen wollen. Wir haben nie etwas getan. Iruka legte den Kopf schief und seufzte leise auf. Ihr seid also, wie viele Wesen, einfach nur falsch verstanden. Aber an eurem Ruf können wir wohl nichts mehr ändern, was? Wollen wir auch nicht, meldete sich leise fort und lächelte ein wenig. Es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wenn sie etwas falsch machen. Aus dem Grund tauchen wir auf. Aber diesmal sind wir wirklich nicht hier, weil wir selbst nicht mehr weiter wussten. Man hat uns so gut wie zerstört. Und das Rudel, das aus uns besteht, ist das Letzte, von dem wir wissen. Wir sind so gut wie ausgerottet und das bedeutet, dass die Menschen sich irgendwann selbst zerstören werden. Iruka senkte den Blick und auch Sasuke wusste nicht mehr, was er dazu sagen sollte. Mit einem Mal fühlte er sich wirklich verdammt mies. Denn seine Familie war schuld an dem ganzen Ärger. Ob er das jemals wieder gut machen konnte? Die vier wussten noch nicht, dass noch mehr Ärger auf sie zukommen sollte. Immerhin waren Anjo und Pain wirklich auf dem Weg zu ihnen. Und auch wenn Anjo sich fragte, wie der Kerl nach Konoha überhaupt reinkommen wollte, stellte sie keine Fragen. Sie stellte generell nicht sonderlich viele Fragen, denn sie hatte Angst, dass er sonst merken würde, was mit ihr los war. Dass sie eben hin und wieder sich selbst widersprach. Pain blieb unglaublich ruhig und musterte sie immer nur mal wieder. Irgendwann konnte er sich dann aber doch nicht mehr zurückhalten und er seufzte. Willst du mich jetzt eigentlich dauernd anschweigen? Du kannst wirklich gern mit mir reden, wenn du willst. Aber anscheinend willst du wohl nicht. Und ich muss mir wohl überlegen, wie ich dich zum Sprechen bekomme, was? Anscheinend kannst du mich nicht sonderlich gut leiden. Wie kann ich das ändern? Anjo verdrehte ein wenig die Augen und sah den Mann neben sich an. Kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten? Murmelte sie leise. Nein, kannst du wohl nicht, sonst würdest du es tun. Aber es wäre ganz nett, wenn du es mal versuchst. Okay, wäre es nicht, weil dann wäre es hier so still, aber es wäre ein Anfang. Oder das Ende, wie auch immer man das sehen will. Ich weiß auch nicht, warum ich dich nicht abkann. Eigentlich mag ich dich nämlich sogar, aber nein, im Grunde mag ich dich auch wieder nicht. Pain zog eine Augenbraue hoch und legte den Kopf schief. Was sollte er denn nun davon halten? Aber mit einem Mal musste er leise lachen. Und das war etwas, das Anjo mit Sicherheit noch nie gehört hatte. Und sie starrte Pain an, als hätte er ihr gerade gesagt, sie wäre ein Kanarienvogel. Sein Lachen klang so unglaublich schön, dass Anjo für einen Moment mal nicht schimpfte, sondern komplett ruhig war. Und sie beobachtete Pain einfach nur. Vielleicht war er ja doch gar nicht so schlimm. Allerdings war Ryo davon überzeugt, dass der Kerl neben ihm schlimm war. Irgendwie war Sasori wohl wirklich davon überzeugt, dass er ihn rumbekommen würde, wenn er nur hartnäckig genug war. Aber er konnte nicht so richtig begreifen, dass sich Ryos Herz längst entschieden hatte. Und zwar gegen ihn. Sonst würde er sich nicht solche Sorgen machen. Und die machte er sich. Am liebsten wäre er Kuhai hinterhergelaufen, um Shinji selbst zu suchen. Doch er hatte seine Anweisung bekommen. Und er musste jetzt hier mit einem aufdringlichen Idioten sitzen, der meinte, ihn angrapschen zu müssen. Entschlossen schob Ryo die Hand von Sasori weg, die sich gerade auf seinen Oberschenkel legte. Hör mal, ich liebe Shinji und ich will ihn zurückhaben, okay? Du bist attraktiv, das will ich ja gar nicht sagen, aber das ändert nichts daran, wie sehr ich Shinji liebe. Mein Herz gehört ihm und jetzt, wo er weg ist, möchte ich einfach nur noch bei ihm sein. Ich weiß nicht, was Kanaji mit ihm macht und ich habe Angst davor, also... Lass mich bitte in Ruhe, versuchte der Kleine, den Rothaarigen loszuwerden. Aber Sasori war nicht so einfach abzuschütteln und er seufzte leise auf. Du machst dir wirklich immer viel zu viele Gedanken um Shinji. Was du an ihm findest, weiß ich wirklich nicht. Aber es ist deine Liebe, die du an den Falschen verschenkst. Ich wäre die bessere Wahl für dich, aber das willst du ja nicht hören. Ich könnte dich auffangen und immer für dich da sein. Ryo hielt ihm den Mund zu und sah ihn entschlossen an. Hör auf, Sasori. Shinji war sein Leben lang für mich da und ich habe ihn in dem Moment allein gelassen, in dem er mich gebraucht hätte.
Jetzt will ich wenigstens jetzt für ihn da sein. Es ist jetzt meine Aufgabe. Ich muss eine starke Schulter für ihn sein. Und das werde ich auch. Also lass mich in Ruhe. Sasori seufzte leise und raufte sich die Haare. Er hasste es, wenn er einen Korb bekam. Aber langsam musste er sich wohl eingestehen, dass er bei Ryo keine Chancen hatte. Lächelnd sah Ryo ihn an, als er das bemerkte, und er legte den Kopf schief. Es tut mir leid, Sasori. Aber du hast jemanden verdient, der dich aus ganzem Herzen lieben kann und nicht so halbherzig wie ich. Wenn du dich auf mich einlassen würdest, dann wäre das keine Liebe, sondern ein Ersatz. Sasori sah ihn blinzelnd an und senkte dann ein wenig den Blick. Ob es wohl jemals jemanden geben wird, der mich aus ganzem Herzen lieben kann? Perplex sah Ryo ihn an und legte den Kopf schief. Was hätte er dazu noch sagen sollen? Gerade wurde Sasori weich, aber er hatte wirklich überhaupt keinen Sinn dafür, denn alles, was er wollte, war Shinji in den Arm zu nehmen und ihn festzuhalten. Ansonsten wäre ihm in diesem Moment wahrscheinlich eine richtige Idee gekommen. Doch Shinji in den Arm zu nehmen, wünschte sich noch jemand, und der hetzte mit Kohei und Itachi gerade durch die Gegend. Im ersten Moment hatte Kohei versucht, Itachi alles zu erklären, aber das war gar nicht so einfach. Immerhin hatte er auch noch auf Äste und Wurzeln und so ein Zeug aufpassen müssen. Zum Schluss hatte Itachi auch durch Deideras Hilfe alles halbwegs verstanden, und er seufzte ein wenig. Nur zu gut konnte er sich vorstellen, was für eine Last auf Koheis Schultern ruhte, und er fragte sich immer wieder, wie der das überhaupt schaffte. Wie schaffte es ein so junger Mann, diese ganzen Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und das zu meistern? Es war bestimmt nicht einfach für ihn, und das erklärte auch, warum Kohei so fertig war. Itachi seufzte leise auf und konnte nicht leugnen, dass er bei Kohei langsam anfing zu schmelzen, und das hatte er überhaupt nicht gewollt. Deidara ging das alles noch immer viel zu langsam. Aber Koheis Nase war nur halb so gut wie die von Ryo, und so musste er wirklich ein wenig suchen. Mit der Zeit, die verging, wurde der Geruch von Shinji auch immer weniger. Und dass Deidara so einen Aufstand machte, half natürlich auch nicht sonderlich weiter. Am liebsten hätte Kohei ihm den Mund zugehalten. Aber Deidara ließ sich diesen nicht verbieten. Er scheuchte den jungen Wolf vielmehr ein wenig durch die Gegend, denn er starb beinahe vor Sorge, genau wie Ryo. Noch immer hatte Deidara die Hoffnung, dass er Shinjis Herz für sich gewinnen konnte, wenn er nur hartnäckig genug war. Er wollte Shinji doch nur einmal in den Arm nehmen und ihn küssen. Ein einziges Mal. Doch auch wenn Deidara sich noch so sehr in ihn verknallt hatte, Shinji konnte gerade nur an Ryo denken und er hoffte sehr, dass Kanaji den nicht auch noch in die Finger bekam. Der kam gerade wieder in den Raum und zerrte Shinji an der Kette unter dem Bett hervor und sah ihn grinsend an. »Los, verwandle dich in einen Menschen, hier und jetzt«, knurrte Kanaji, und Shinji tat, was man ihm sagte. Das kam selten vor, aber er hatte Angst, dass Kanaji Ryo sonst irgendwas tun würde. Immerhin wusste er, dass die beiden früher ein Paar gewesen waren, und sehr wahrscheinlich wusste er auch, wo Ryo steckte. Wenn Kanaji ihn immer so beobachtet hatte, dann wusste er genau, wo die anderen waren, und das machte Shinji schreckliche Angst. Er hatte überhaupt keine andere Wahl, als ihm zu gehorchen, wenn er sich wünschte, dass seine Freunde am Leben blieben. Auch wenn die Wünsche, die Kanaji an ihn hatte, ihn wirklich anwiderten. Kaum, dass er als Mensch dastand, hatte sein älterer Bruder ihn geschnappt und ihn mit Shirt zerrissen. Energisch schubste er den kleinen Kerl aufs Bett, und Shinjis Herz hämmerte ein wenig, aber mehr vor Angst. Er ahnte, worauf es hinauslaufen würde, und als Kanaji sich über ihn beugte und ihn aus gierigen Augen ansah, wurde aus seiner Ahnung eine Gewissheit. »Du bist ein hübscher Kerl, Shinji. Das ist das Einzige, was mich davon abhält, dir gleich den Hals durchzubeißen. Aber einen hübschen Körper wie deinen sollte man genießen, meinst du nicht auch? Und ich werde es genießen, dich schreien zu hören«, flüsterte Kanaji leise und biss sich in Shinjis Schulter fest. Als er kurz darauf energisch in den zitternden Körper unter sich eindrang, keuchte Kanaji leise auf und genoss die hilflosen Schreie seines Opfers.